Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Let's Play OMSI 2. Wir fahren heute als erstes die Linie 25 auf der Ma Map Alheim und Laurenzbach mit dem O405 und es geht auch recht bald los. Da hängt der Fahrplan schon an der Scheibe. Eine knappe halbe Stunde sind wir unterwegs. Einmal hier starten. Ja, Morphe Soundpack ist installiert. Und wir fahren mit ZF-Getriebe, weil wir einen kleinen Abschnitt Autobahn haben. Und da nur 70 zu fahren wäre ein bisschen doof, habe ich mal gehört. Deshalb ein Getriebe, was zumindest 80 fahren kann. Ich mag den O405. So, 1,9 Minuten haben wir noch. Dann stellen wir mal die Matrix an, noch ein. Linie 2500. Und ich glaube, die Route 1 hatte ich, ne? Stimmt das? Genau. Nach Dirnhofen Markt geht's. Dann ziehen wir direkt mal vor. Ist nur die Frage, wohin? Och nö. Da muss ich hin. Ja gut, das ist jetzt natürlich dezent unpraktisch. Ja, müssen wir ein bisschen wenden hier. Aber geht ja. Man kommt ja hier rum. Irgendwie. So, ich hoffe, dass der Bus weder zu laut noch großartig zu leise ist. Ich hab's eigentlich lieber, wenn er ein bisschen zu leise ist, als viel zu laut. Deshalb kann es sein, dass das so sein sollte. Weil mich stört das viel mehr, wenn ich den, der da redet, nicht verstehe, als wenn ich den, der da redet, halt viel extrem lauter höre wie das Spiel. Nervt mich. Da gibt's ja Beispiele, der Let's Player mit P, den versteht man kaum. Das Spiel ist dafür ungefähr so laut, dass es dir die Ohren wegsprengt. So, ich guck mal, ob ich ohne Hilfspfeile irgendwie ankomme. Dann können wir jetzt nämlich auch schon direkt los. Genau. So, ja, ursprünglich war geplant, dass Thomas noch dabei ist, der zweite, beziehungsweise mein Kollege, der das auch vorhat mitzumachen auf dem Kanal. Der ist nur momentan. Ja, wobei, kommt drauf an, wann das Video kommt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, noch verhindert. Mittlerweile kann es sein, dass sich das schon geändert hat, aber ihr werdet ihn auf jeden Fall noch früh genug kennenlernen. Eigentlich hatte ich vor, ihn mitzunehmen, oder Tom, den ihr auch noch kennenlernen werdet. Das hat jetzt leider zeitlich nicht so ganz geklappt. Bei beiden nicht. Deshalb bin ich jetzt zur ersten Folge doch alleine. Aber ich denke mal, das sollte nicht weiter schlimm sein. Ich werde sowieso meistens alleine sein. Aber so hin und wieder kann man ja mal jemanden mitnehmen. So, dann haben wir da vorne. Der schaltet nicht weiter. Am Kerstenbusch. Ah. Interessant. Ja, auch hallo. Arschgeigen.
So, schaltet er jetzt mal automatisch weiter, oder? Muss ich dem Kollegen da helfen? Ne, schaltet automatisch weiter. Bringt zwar keine Ansage, aber schaltet. Warum auch immer da keine Ansage kommt, die sind auf jeden Fall installiert. In anderen Bussen. Ah, jetzt. Oder? Nee. Hä? Was habe ich denn dann gehört? Egal. In anderen Bussen funktionieren sie hier jetzt gerade irgendwie nicht. So, natürlich genau wegen Fahrgastkomfort direkt vorm Pöller halten, damit sie da am besten noch drüber steigen müssen. Macht man so. Ja. Ja, ich habe jetzt mal. Ich fahre ein bisschen weit rechts. Und zu weit rechts ist nicht gut, ja? Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Halt, 260. Fehlt da nicht noch Rückgeld? Ja, ich glaube auch. Ich brauche halt kurz, weil ich muss ja auch noch gleichzeitig von der D-Mark-Kasse auf Euro umdenken. Das ist nicht ganz so leicht. Andersrum fällt mir das irgendwie leichter. So, könnt ihr auch schneller da vorne, oder? Ah ja. Ich rutsche hier gerade so ein bisschen auf meinem Stuhl hin und her. Vielleicht hört man das ja. So. Manfred raus. Die mit Hut rein. Oha. Ja, Alheim und Lauensbach ist ja eine Karte, die mir extrem gut gefällt. Also, da fahre ich relativ oft drauf. Weil die Gestaltung einfach genial ist. Dass der Bus keine automatische Haltestellenbremse da hat, wenn man die Tür aufmacht, ist. Darum muss ich mich erst gewöhnen. Ich fahre tendenziell öfter moderne Busse. Wobei ich hier natürlich versuche, möglichst viel Abwechslung reinzubringen. Mich zum Beispiel nervt das, wenn irgendwie jedes Mal Citaro gefahren wird, obwohl ich den Citaro auch sehr gerne mag. Zum Gucken ist es einfach auf Dauer langweilig. Oder wenn jetzt auf einer Map, die keine Ahnung, wie Alheim-Lorenzbach, eine ganze Menge Linien hat. Über 10 sind es ja auf jeden Fall hier. Ich weiß leider die genaue Zahl überhaupt nicht. Und diese Linien dann nacheinander abgefahren werden, ohne dass zwischendurch mal eine andere Map kommt, das finde ich total langweilig. Da kriege ich die Krise. Deshalb versuche ich selber eigentlich jedes Session was anderes zu bringen. Also nicht möglichst nicht. Zwei oder dreimal hintereinander die gleiche Map und auch nicht den gleichen Bus. Weil, was mich selber anödet, brauche ich ja nicht auch selber machen. Das ist ja, wäre total schwachsinnig. Ach, Omsi. Ist aber generell ein Phänomen auf der Karte. Hier habe ich vermehrt Nachladeruckler.
Also generell Nachladeruckler habe ich überall, aber hier ist das ganz schlimm gefühlt. Und ich fahre ein bisschen schnell vielleicht. Ich meine ja nur. Also irgendwie als wäre ich viel zu spät und hätte gar keine Zeit. So, jetzt kommen wir hier ins Stadtgebiet Laurenzbach. Stand da, glaube ich, gerade auf dem Schild. So, möchte da jemand mit? Man sieht das leider überhaupt nicht. Nee. Keiner da. Gut, dann fahren wir weiter. So, hier sind nur noch 50 erlaubt, gleich nur noch 30. Ich werde diesen Anweisungen einfach mal Folge leisten. Weil eilig haben wir es ja eh nicht. Auch wenn ich es ein bisschen komisch finde, dass hier 30 erlaubt sind nur noch. Ja, aber passt schon. Ich sag voll oft ja. Keine Ahnung warum. Habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Und so lange nehme ich noch nicht auf. So, da rechts läuft, ja, Typ. Ja, und man hier mit dem Bus vorbeischleichen darf, dass er fast nie mehr laufen können. Und OMSI lädt nach. Und lädt nach. Und stürzt hoffentlich nicht ab. Ich lasse einfach mal laufen. Ich habe da ja immer Hoffnung. Bei mir ist die. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Bei mir fängt er sich recht oft wieder. So, dann lass mal den guten Kollegen ja einmal mitfahren. Und dann nutze ich die Gelegenheit auch nochmal. Dafür. Ich weiß gar nicht, können wir denn mal irgendwo. Ne, Moment. Ich wollte auf den Fahrplan gucken. Können wir denn. Da, in Kaldenbach. Da können, in Kaldenbach können wir Dingens. Pause machen. Falls wir dort noch zu spät sein sollten. Zu früh. Genau, ich bin zu spät und mache Pause. Auch gut. Aber so eine Busfahrerin habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Hatte irgendwie 3-4 Minuten Verspätung, eigentlich keinen Aufenthalt, erstmal Motor aus, eine rauchen gehen. Habe ich mich auch gefragt, was das soll. Schönen guten Tag. Weil es ja eigentlich auch in ihrem Interesse sein sollte, pünktlich zu kommen. Also, denke ich zumindest mal, weil dann hat man doch nachher mehr Pause. Kann sie sogar 2 Zigaretten rauchen, ja? So, die Ecke ist ein bisschen gemein hier. Man sieht spät was. Aber es geht. Komm, fahr mit deinem Audi. Toll, jetzt muss man anhalten, weil jemand raus will. Einmal durchfahren. Konnten wir doch sogar schon. Oh.
Ja, ich habe gehört, man wartet mit dem Gas geben, bis die Tür zu ist. In der Regel. Ich mach's natürlich nicht, weil professionell. Und die Straße hier ist, sofern ein Bus entgegenkommt, echt ein bisschen gemein. Das erinnert immer an Innsbruck. Nur halt ohne Kurve, was auch ganz gut von Vorteil ist. Okay, Manfred möchte nicht mit. Komm, gib Gas, Vieh. So, jetzt muss ich gucken, wo ich lang muss. Ich fahr doch nicht mal Kacke. Ich würde spontan sagen links, weil da ist Alheim. Nee, Quatsch. Das war falsch, ne? Ja. Dass da deren Hofen steht, habe ich ein bisschen spät gesehen. Weil ich dachte halt, okay, deren Hofen, Stadtteil von Alheim, wird schon richtig sein. Das ist jetzt natürlich ein höchst professionell hier. Oh Mann, ey. So bescheuert mal wieder. Ja. Ansonsten kann ich die Linie komplett ohne Hilfspfeile. An der Stelle nicht. Das ist natürlich super. Also ich glaube zumindest, dass ich sie noch komplett ohne Hilfspfeile kann. Wäre auch schade, wenn nicht. Ich fahre die ja eigentlich echt gerne. Ich mag ja generell diese Mischung aus Stadt und Überland. Bin ich richtiger Fan von.